Willkommen zur nächsten Boss-Battle-Mission im Ingenieurshof, dem wüsten, angehauchten Gruselbereich, was ich eigentlich sehr eine nette Idee finde, von Luigi's Mansion 2. Logischerweise. Aber bevor wir zu diesem Boss-Battle-Raum kommen, müssen wir hier noch ein kleines Urrätsel lösen, worauf ich einfach nicht gekommen bin, weil man hat hier keinen Tipp, wie in der ersten Mission, wie man die Uhrzeit einstellen kann. Muss man einfach selber drauf kommen. Naja, auf jeden Fall müssen wir erstmal die Uhrzeiger ansetzen. Den IQ besitzt Luigi gerade noch, was man mit einem kleinen und großen Uhrzeiger bei einer uhrzeigerlosen Uhr anstellen kann. Und damit wir das Ganze noch Benutzer definieren können, ne, fehlt noch ein kleines Rädlein. So, und das Ganze müssen wir dann jetzt auf 7:30 stellen. Und wie man darauf kommen sollte, weiß ich einfach nicht. Ich bin drauf gekommen, aber halt erst nach langer Zeit. Naja, falls ihr es wisst, schreibt es einfach in die Kommentare, ob hier irgendwo ein Tipp war. Ich habe versucht, ihn rauszufinden, aber vielleicht ist er mir entgangen, aber ich habe wirklich alles ausprobiert. Naja, 7:30 ist es. Wir können rein. Auf zum Boss-Battle. Selbst hier müssen wir uns noch unnötigerweise im Uhrturm ein bisschen hochdrehen. Gibt es auch ordentlich Kohle versteckt. Ich glaube sogar hier links noch irgendein Juwel. Die Juwelen werde ich ja nicht alle zeigen. Habe ich auch noch, glaube ich, alle gar nicht. Da bin ich aber auch auf Hilfe des Internets angewiesen, muss ich sagen, bei diesen ganzen Verstecken. Ich kann gar nicht glauben, dass die das in den ganzen Let's Plays immer selbst schaffen. So aus Zufall, die auf immer alle finden. Naja. Nicht so viel Zeit verblendern, sonst dauert der Upload lange. Ihr wollt zum Boss-Battle. Ich bin auch heiß drauf. Und im Turmgiebel, in dem ich nichts anderes gibt, außer dem Aufgang zum Boss-Battle, kommen wir jetzt zum Punkt. Und das auf einer super bedrohlichen Turmuhr. Und einem Meistergeist, der dritte im Bunde, der uns schon mal gleich richtig nett willkommen heißt. Aber was macht der da? Er verzaubert alles. Und verkriecht sich in seine kleine Kuckucksuhr. Und wir sind im Turmuhr angelangt. Das ist der glühende große Zeiger, dem wir am besten immer nach jeder Stunde entgehen sollten. Und jetzt werden wir immer 12 Runden lang, bis es 12 Uhr schlägt, bis wir den Meistergeist endgültig besiegt haben, immer so eine Runde durchgehen mit allen möglichen Geistern. Ich finde das eigentlich relativ wenig innovativ, muss ich sagen. Muss ich schon sagen, ja. Und immer halt so jede vierte, dritte Stunde bekommen wir den Meistergeist zu Gesicht. Hätte man besser machen können, aber was ich ganz gut finde, das Ganze geht halt auf Zeit, wie halt hier die nach der Zeit dieser Uhr hier, Turmuhr. Und die ganze kann man auch Benutzer definieren, indem man halt pustet, kann man sie von vorne zurückstellen, aber von hinten eben, wenn man saugt, auch zurückstellen. Das ist eine sehr nice Idee. Jetzt kommen die roten, bulligen Hauer. Also jede Geister aus, also diesen fetten Klops kriegt man hier, glaube ich. Aber vor den heißen roten Zeigern sollten wir uns nachnehmen. Wir haben gerade irgendwie über den kleinen Zeiger geglitscht, glaube ich. Naja, it's Meistergeist-Time, it's 4 Uhr. Die hätten vielleicht auch hier die Umgebung der Zeit anpassen können. That was so social from the Turmuhr. Naja. Häuten wir den lieben mal zu der Farbe Orange. Und ein bisschen Herzli kriegen wir da auch mal gleich. Total verwirrend, aber wirklich wenig innovativ. Generell war der Ingenieurshof jetzt auch nicht einer meiner Lieblingsbereiche, muss ich sagen. Auch wenn es mir einfach gut gefallen hat. Das ist sehr typisch, zweite Jump'n'Run Mario-Welt typisch angehaucht. Auch die geremixte
Gruselmusik, die auch sehr wüstenangehaucht ist. I like that. Habe ja auch viel mit Gold überstanden, die Mission. Und ja, nein, ich hatte sie doch alle drei. Oh. Ich habe sie wieder alle drei. Oh, gibt das Kohle, gibt das Kohle, gibt das Kohle. Weil das ist einer der nervigsten Geister nach dem Kriecher, also diesen Schleimgeist. Und die mag schauen. Gibt es auch in allen möglichen Variationen von. Also von den hier Hammerschlägern, schwertschlagenden Kavalieren bis hin zu Eishockeyspielern. Aber das mit den Glühwürmchen ist schon echt lame, die Runde, die wir davor noch hatten. So, und jetzt typisch zur Wüstenwelt, sag ich mal, nein, zum Ingenieurshof. Also sehr fabrikartig, wüstenartig, verlassen, aufgebaut. Kommen die Mumien nochmal ins Spiel? Auch nicht meine Lieblingskollegen. Ach komm, gib mal her. Der wird hier, glaube ich, gerade vom Zeiger da unten gemobbt, wenn die Kamera mal mitspielt. Dann können wir hier auch ein bisschen mit der Zeit spielen. So, ich bin heiß auf mehr. Heiß auf das Showdown. King König Buu, nein, das ist noch lange her. Heiß hier bis zum Showdown. Aber die Zeiger, die werden gleich beide heiß. Also, und das auch durchgehend. Chill your life! Nein, ich stelle mich ein bisschen dümmer an. It's the position, it's the position. You should know that. So, jetzt werden sie nochmal beide heiß hier. Wow. Oh, Glühwürmchen Time. Langweilig. Ja, das ist wirklich langweilig, Mann. It's so lame. Und jetzt kommen die. Oh. Weiß, die kann ich auch nicht ab. Die klingen wie dieser R2D2. So, jetzt habe ich mich mal verbrannt zur Demonstration. Was denn noch sonst? Und hier ist noch einer. Komm her, ekliges Mistvieh. Aus der Hölle. Wahrscheinlich wäre ein ganz süßer, wenn der Finstermond zersprungen wäre. So, jetzt haben wir nochmal die Elf. Das sind diese lieben Viecher hier. Und die sind so assig, Mann. Alter. Alter. Boah. Da habe ich mal so abgekackt bei denen. Sieht so harmlos aus, diese kleinen niedlichen Roboter. Aber die haben es faustdick hinter den Ohren. Jetzt kommt nun gleich nochmal so eine Parade mit allen. Gut, dass wir den Erschrecker da los haben. Den haben wir auch los. Ey, wir schlagen uns gut. Sehr gut sogar. Und jetzt noch die Zeit zurückstellen. Jetzt komm her! So, er häutet sich ein letztes Mal
Das ist das dritte Finstermondstück. Und eine humorvolle Ending-Animation der dritten Welt. Mit dem alten Protz brauchen wir gar nicht zu reden. Luigi feiert sich mal wieder. Hier diesmal nicht ganz. Aber den gab es ja auch noch. Hier noch ein kleiner Grafikfehler. Macht nichts. Stunde der Wahrheit. Titel passt gut, aber Boss Battle könnte deutlich innovativer zu einer eigentlich ganz schön innovativen Welt passen. Naja, aber das war's mit diesem Boss Battle Video. Das ist Gold wert. Auch wenn ich davor schon diesen Rang hatte. Egal. Bis dann. Danke fürs Ansehen, Guys. Ciao.